Sie wohnen hier in der Alte Friedrichsfelde. Ja. Wie gehen Sie nach 22 Uhr mit diesem unerträglichen Kinderlärm um? Also für mich ist das als Schichtarbeiter auch sehr schwierig. Ich komme manchmal abends 23 Uhr nach Hause, will dann schlafen gehen, kann das Fenster nicht aufmachen. Auch in den Blöcken muss man ja auch dazu sagen, es ist sehr, sehr warm abends. Und Fenster kann ich eben nicht aufmachen, weil es ist zu laut. Sie spielen vor dem Hostel, sie spielen bei uns vorm Haus mittlerweile schon. Ja, benehmen sich nicht gerade so, wie man es sich eigentlich von Kindern heutzutage wünscht. Und ja, also man müsste schon wirklich mal was machen, dass sie das irgendwie ändert. Und ja, die Erziehung vielleicht mal ein bisschen mehr im Griff nehmen. Auch die Justiz, die macht heutzutage gar nicht mehr dagegen. Die fahren vorbei, gucken, gehen hin, sagen von wegen, ja, seid mal ein bisschen leiser. Passiert aber auch nicht wirklich. Stunde später sind die wieder draußen spielen. Das geht jeden Abend, ist das so. Ich bin auch, komme auch von Nachtschicht, will früh schlafen, da ist auch Theater. Und heutzutage will man ja eigentlich bloß noch seine Ruhe haben. Die Wohnqualität wird immer schlechter zur Zeit. Man zahlt trotzdem mehr Miete hier in Berlin. Und nichts passiert, keiner macht was dagegen und es ist einfach bloß noch schrecklich geworden. Was machen Sie persönlich gegen diese Lärmbelästigung? Also ich schreibe zurzeit Lärmprotokolle an meine Hausverwaltung, die dann auch angenommen werden. Ich habe auch meine Zeugen, die mir das alles unterschreiben, weil jeder hier im Block fühlt sich ein bisschen gestört von der ganzen Sache. Und wenn mir es nach 22 Uhr zu laut wird, rufe ich auch die Polizei, damit die dann eben dahin fahren und wenn es einfach nicht mehr anders geht, wird auch Anzeige erstattet, wie in Ruhe gestört. Nach 22 Uhr, der Lärm, die Kinder, die nach 22 Uhr hier laut spielen, fühlen Sie sich durch den Lärm beeinträchtigt? A mí, la verdad, yo soy desde Chile y no me molesta mucho, porque creo que nosotros transgredimos más normas hacia los niños que ellos hacia nosotros. Er kommt aus Chile und das ist generell für ihn, ihn stört es nicht, es ist für ihn kein Problem und er glaubt, dass das vor allem, also, dass es vor allem auch dadurch kommt, dass generell die Erwachsenen ganz viele Regeln machen und vielleicht auch Jugendliche dann einfach nachts zum Beispiel rausgehen, auch laut sind, irgendwie da vielleicht rauchen oder so, aber dass es unter anderem bei den Jugendlichen auch daher kommt, dass die Erwachsenen einfach so strenge Regeln machen vielleicht. Aber es sind ja keine Jugendlichen, die dort spielen, es sind ja Kinder von 5 bis 6 Jahren. Gehören ja nach 22 Uhr ins Bett. Que no son jóvenes, que son de 5 o 6 años, que normalmente después de las 10 horas, o sea, después de las 10 de la noche ya tendrían que estar en la cama, ¿o no? Claro. Creo yo que si los niños están protegidos por los padres, entonces está bien. Porque si yo como padre me acuesto después de las 22 horas, debiese dar el ejemplo y estar yo también acostado como padre junto con mi hijo. Wenn die Eltern da dabei sind, findet er es okay, weil es dann auch da, es ist ja im Endeffekt als Elternteil, wenn man später ins Bett geht, ist es okay, die Kinder sind später wach, weil man ja auch irgendwie ein Beispiel ist. Und so im Endeffekt, dass man zusammen ins Bett geht. Ja. Ungefähr. Egal wie spät, dann. Auch wenn die Kinder nächsten Tag in die Schule müssen. Creo que los niños necesitan su espacio y creo que los padres, si los niños están gritando muy fuerte, deberían poder controlar eso, pero no quitarles el espacio y mandar a acostarlos, sino quizás controlar el ruido. Sí, creo yo que los niños no debiesen ir a acostarse, o sea, más tarde, pero sí los padres creo que tienen una responsabilidad por hacer que sus hijos no griten tanto, porque hay una comunidad cerca. Pero creo que no es necesario que vayan a acostarse a esa hora. Okay. Also im Allgemeinen sieht er das, findet er es okay, wenn die Kinder später ins Bett gehen, aber im Endeffekt ist es Verantwortung der Eltern, dass sie sich darum kümmern, dass eben, wenn Leute außen rum sind und es einfach ein großes Haus ist, viele Leute da sind, dass die Kinder eben nicht laut sind, sondern dass man da guckt und halt schaut, dass die Kinder ruhig sind. So. Und dann ist es Sache der Familie, wie sie das macht, wann die Kinder ins Bett gehen im Endeffekt. Aber dass halt andere Leute nicht beeinträchtigt werden. Aber letztendlich auch, dass Kindererziehung eine Frage der Gesellschaft ist, dass alle drauf gucken müssen? Sientes que cómo crecer un niño es cosa, o sea, es como tema de la sociedad, digamos, o solo tema de los papás, ¿cachai? O es tema de todos, de preocuparse, ¿cachai? Onda, todos. Todos. Als auch alles. Von allen. Alles. Creo que es responsabilidad de todos porque nosotros mostramos el ejemplo
los niños nos ven y ellos aprenden de lo que ven de nosotros. Also es ist die Verantwortung von uns allen, weil die Kinder sehen uns alle, sie lernen von uns allen und übernehmen das Verhalten von uns allen, nicht nur von den Eltern. Und daher ist es unser aller Verantwortung quasi. Zum Thema Hostel, Ruhestörung und Lebensqualität hier in der Altfriedrichsfelde. Wie gehen Sie damit um? Was tun Sie dagegen? Also tun wir nichts, aber hören tun wir alles. Was hören Sie? Wir hören also bis abends, nachts 22, 23 Uhr laute Kindergeräusche, Erwachsene, die draußen sind. Also man hört, überhört sie sogar, obwohl draußen noch so starker Verkehr ist. Also es ist sehr ungewöhnlich, also es fahren viele Autos, trotzdem hört man den Krach von da drüben, der relativ laut ist. Und Sie haben noch nie den Vermieter diesbezüglich angerufen, informiert, was da abgeht? Nee, haben wir noch nicht, nein. Aber jeder Mieter hat ja auch das Recht auf Ruhe. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, mal so, wenn man Fenster zumacht, dann hört man es natürlich nicht, aber wenn Fenster auf ist, hört man es. Wie hält man das aus bei 40 Grad plus draußen und Fenster zu? Ja, gute Frage. Zum Glück ist es meistens da, wo ich wohne, nicht so warm, dass man das nicht nachvollziehen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere, die wahrscheinlich dichter dran sind, mehr ein Problem haben. Haben Sie das Gefühl, dass die Probleme überhört werden von Politik, dass man da nicht hinhört, eher doch sagt, das gehört dazu, das ist in Ordnung, jetzt müsst ihr euch fügen und dann ist Schicht? Oder also fühlt man sich verlassen von der Politik? Jein. Ich würde sagen, dass es hier ein spezieller Fall ist in dem Sinne. Es ist ja jetzt nicht das Übliche, was jetzt überall gebaut wurde, sondern es ist ja schon etwas länger da und ich gehe davon aus, dass es ein Sonderfall ist. Was erhoffen Sie sich diesbezüglich, was Hostel 110 in Altfriedsfelde angeht? Die Änderung, dass es ruhiger wird.